Kochen, 23.02.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie, YouTube. Zutaten für 4 Portionen: 1 große Süßkartoffel, Rapsöl, 1 türkische Lira Cayennepfeffer oder Chilipulver, 1 türkische Lira Kreuzkümmel, 1 türkische Lira Zimt, 1 türkische Lira Salz, 1 Dose Kidneybohnen, 1 Dose Maiskörner für die Soße, 2 bis 3 kleine Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 1 Chilischote, etwas Rapsöl, Salz, 1 Dose gehackte Tomaten, 1 türkische Lira gekörnte Gemüsebrühe für die Kürbiskern. Streusel, 75 Gramm Kürbiskerne, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Knoblauchpulver für die Limettensoße, 100 Gramm Cashewnusskerne, 150 Milliliter Wasser, Saft von 2 Limetten, Salz, außerdem 8 Mais- oder Weizenfladen für das Topping, 1 Avocado, 2 Tomaten, 1 grüner Salat, 1 Bund Koriander, Sriracha-Soße, Klammer auf oder eine andere Chilisoße, Klammer zu, eventuell. Limetten auf 200 Grad vorheizen, ein Blech mit Backpapier auslegen, Süßkartoffel schälen, würfeln mit Rapsöl und den Gewürzen mischen, auf dem Blech im vorgeheizten Ofen 15 bis 20 Minuten backen, Kidneybohnen und Mais abbrausen, mischen und zur Seite stellen, für die Soße Schalotten und Knoblauch abziehen wie die Chili fein hacken, Schalotten in 2001 mit einer Prise Salz glasig dünsten. Chili und Knoblauch zugeben und mitdünsten. Gehackte Tomaten 100 ml Wasser und gekörnte Brühe dazugeben, Soße 5 bis 10 Minuten köcheln. Für die Streusel die Kürbiskerne in einer trockenen Pfanne rösten, bis sie zu poppen beginnen. Dann in einem Mixer mit Salz und Knoblauch zu grobem Pulver verarbeiten. In Schüssel umfehlen, zur Seite stellen. Cashewkerne in Wasser 10 Minuten kochen, abgießen. Cashewkerne mit 100 bis 200 ml Wasser, Limettensaft und eine Prise Salz im Mixer zu einer feinen Soße verarbeiten. Wenn die Süßkartoffel fast weich ist, die Fladen bereitlegen. Süßkartoffel, Mais, Kidneybohnen und Kürbiskernstreusel auf die Fladen verteilen, diese zusammenrollen und mit der Naht nach unten in eine feuerfeste Form legen. Das Ganze bei 200 Grad für 2010 bis 15 Minuten backen. Mit Topping-Zutaten garnieren und servieren. Eine Zwiebel, 2 Stangen Staudensellerie, ca. 500 Gramm Kartoffeln, Klammer auf, am besten mehlig kochende, Klammer zu, etwas Butter, Salz, 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel gekörnte Gemüsebrühe, Olivenöl, 1 Dose weiße Bohnenkerne, Pfeffer für das Topping, 1 kleine Handvoll Mandeln, 1 Kartoffel, Butter und Olivenöl zum Braten, Salz, 1 große Handvoll Pfifferlinge, 1 Bund Petersilie waschen, klein schneiden. In einem Topf ca. 1 Esslöffel Butter erhitzen, Zwiebel und Sellerie mit einer Prise Salz darin andünsten, Knoblauch abziehen, in den Topf geben, anbraten, Kartoffeln in den Topf geben, kräftig salzen und mit ca. 1/2 Wasser aufgießen, gekörnte Brühe und ein paar Tropfen Olivenöl dazugeben und alles aufkochen lassen, die im Sieb abgebrausten weißen Bohnen dazugeben und alles zugedeckt 15 bis 20 Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind. Inzwischen für das Topping die Mandeln grob hacken und in einer trockenen Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Die zusätzliche Kartoffel schälen, hauchdünn schneiden, Klammer auf, am besten auf der Mandoline, Klammer zu, und in einer beschichteten Pfanne bei hoher Temperatur in etwas Butter und Olivenöl braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Salz bestreuen. Die Pilze putzen, klein schneiden und in Butter anbraten. Petersilie hacken. Mandeln, gebratene Kartoffelscheiben und Pilze in einer Schüssel vermengen, die gehackte Petersilie dazugeben. Topf vom Herd nehmen und die Suppe mit einem Stabmixer glatt pürieren. Suppe mit Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken, in Teller verteilen und mit dem Topping sowie eventuell mit frischer Petersilie garnieren. Zubereitungszeit, ca. 50 Minuten. Zutaten für 2 Portionen: 2 Auberginen, Salz, 2 Knoblauchzehen, 75 Gramm Couscous, 1 Schalotte, 1 Handvoll glatte Petersilie, 1 Dose Kichererbsen, Klammer auf, abgetropft, Klammer zu, 1 Esslöffel Kreuzkümmel, 1 türkische Lira Paprikapulver, ca. 1/2 Teelöffel Harissa, Klammer auf, sehr scharfe Chilipaste, Klammer zu, für die Sesamsoße, 100 ml Tahini, Klammer auf, Sesampaste, Klammer zu, 1
ein Esslöffel Sojasauce, ein Esslöffel Reisessig, eine türkische Liga Agavensirup oder Honig, 1 geriebene Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer zum Abschmecken, außerdem 2 bis 3 Esslöffel Pistazienkerne, Kerne von 1,5 Granatapfel, Auberginen längs halbieren, mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech legen, mit Salz bestreuen, mit Gabel anstechen. Knoblauch abziehen, zusammen mit den Aubergine bei 180 Grad ca. 15 Minuten im Ofen weichbacken. Couscous mit 200 ml kochendem Wasser übergießen, zugedeckt 3 Minuten stehen lassen. Schalotte abziehen, fein würfeln. Petersilie feinschneiden. Kichererbsen Schalotte, die Hälfte der Petersilie, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Harissa und eine Prise Salz unter den Couscous heben. Beiseite stellen. Alle Zutaten für die Sesamsoße mit ca. 100 ml Wasser in einer Schüssel vermengen. In einer trockenen Pfanne die Pistazienrösten grob hacken mit restlicher Petersilie und Granatapfelkernen, vermengen. Topping zur Seite stellen. Weich gegarte Auberginen und Knoblauch aus dem Ofen nehmen. Knoblauch fein hacken, mit Couscous mischen. Auberginen mit Löffel aushöhlen, Klammer auf Schale dabei nicht beschädigen, Klammer zu Fruchtfleisch zum Couscous geben. Couscous mit einer Prise Salz abschmecken und in die 4 ausgekratzten Auberginenschalen füllen. Gefüllte Auberginen zurück in den Ofen stellen und 5 bis 6 Minuten backen, Klammer auf 180 Grad eventuell bei Umluft, Klammer zu, bis sie oben leicht knusprig sind. Auberginen. Zutaten für 2 Portionen 180 ml Apfelessig 2 Esslöffel Gemeimiso 70 ml Olivenöl 1 türkische Liga Leinsamenöl 2 Esslöffel Ahornsirup Meersalz 500 Gramm Brokkoliröschen 10 Grünkohlstängel Saft von 2 Orangen 2 Esslöffel Zitronensaft 150 Gramm Rotkohl 1 Passionsfrucht 12 Physalisfrüchte 2 Esslöffel getrocknete Gäulebeeren 1,5 rote Zwiebel Klammer auf fein gewürfelt Klammer zu 15 Gramm Ingwer Klammer auf fein gerieben Klammer zu 1 Knoblauchzehe Klammer auf fein gerieben Klammer zu schwarzer Pfeffer aus der Mühle Ahornsirup und 1 Prise Meersalz 7 vermengen. Brokkoliröschen in feine Scheiben schneiden in eine Schüssel geben und mit der Marinade übergießen. 30 Minuten ziehen lassen, gelegentlich umrühren. Inzwischen Grünkohl waschen, Strunk entfernen und Blätter zerzupfen. Grünkohl mit Orangen- und Zitronensaft sowie eine Prise Meersalz 7 in eine Schüssel geben, mit den Händen einmassieren. 10 Minuten ziehen lassen. Rotkohl fein hobeln. Passionsfrucht in Hälften schneiden und das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel entnehmen. Physalis halbieren. Marinierten Brokkoli, Grünkohl, Rotkohl, Passionsfrucht, Gäulebeeren, Zwiebel, Ingwer und Knoblauch vermengen und mit Meersalz und schwarzem Pfeffer abschmecken. Auf Schalen oder Teller verteilen und mit den Physalis-Hälften bestreuen. Pro Portion 515 Kilokalorien durch 2170 Kilojoule 30 Gramm Kohlenhydrate 13 Gramm Eiweiß 36 Gramm Fett. Minimincepies mit Orangenhonig Sabayon für den Teig beide Mehlsorten Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. Butter in Stückchen und Eigelb zugeben. Alles fein krümelig vermischen, dann kurz zu einem glatten Teig kneten. Förmchen fetten und mit knapp 2/3 des Teigs dünn auslegen, kalt stellen. Für die Füllung Aprikosen fein würfeln. Mit Honig und Likör oder Saft mischen und kurz erhitzen. Nüsse fein hacken, unter die Aprikosen mischen. Ofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Nussfüllung auf die Förmchen verteilen. Übrigen Teig auf wenig Mehl dünn ausrollen, Kreise in Förmchengröße ausschneiden, in der Mitte jeweils ein kleines Loch ausstechen, als Decke auf die Füllung legen, am Rand etwas andrücken. Pies im heißen Backofen in ca. 35 Minuten goldbraun backen, auskühlen lassen, für das Sabayon Eigelbe und Honig über einem heißen Wasserbad dickschaumig aufschlagen, Saft Orangenschale und eventuell Likör nach und nach unterschlagen. Unterschlagen erhitzen, bis der Schaum dicklich wird. Pies mit Puderzucker bestäuben und mit dem Sabayon anrichten.
pro Portion 910 Kilokalorien durch 3820 Kilojoule, 78 Gramm Kohlenhydrate, 25 Gramm Eiweiß, 55 Gramm Fett. Zubereitungszeit 40 Minuten, Backzeit 35 Minuten. Mandarinen-Karamell-Auflauf mit Crumble-Zutaten für 6 Portionen. Das braucht man: 6 ofenfeste Förmchen, Gläser oder Tassen, 4 kernlose Mandarinen, etwas Butter und Zucker für die Förmchen, 100 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Puderzucker und Puderzucker zum Bestäuben, 1 bis 2 Teelöffel Flöhr, Dessel, 75 Gramm Butter, 125 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Zucker, 3 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Mandarinen schälen, die weißen Häutchen entfernen und die Mandarinenschnitze würfeln, Förmchen fetten und mit Zucker ausstreuen, Mandarinen in den Förmchen verteilen. 75 Gramm Mehl mit Puderzucker, Flöhr, Dessel und 25 Gramm Butter zu Streuseln verkneten, Sahne erhitzen, Zucker in einem Topf goldbraun karamellisieren, mit der heißen Sahne ablöschen und etwas kochen lassen, Karamellsahne durch ein Sieb gießen, übrige Butter, Klammer auf 50 Gramm Klammer zu, im Topf schmelzen, restliches Mehl, Klammer auf 25 Gramm Klammer zu, unterrühren. Nach und nach die Karamellsahne unterrühren, zugießen, Topf vom Herd ziehen, Eier trennen, Eigelbe unter die Karamellcreme rühren, Creme abkühlen lassen, Backofen auf 200 Grad, Klammer auf ohne Luft, 180 Grad Klammer zu, vorheizen, Eiweiß steif schlagen und behutsam unter die abgekühlte Karamellcreme heben, Creme in die Förmchen mit den Mandarinen füllen, Streusel darüber verteilen. Vorgeheizten Ofen auf der untersten Schiene ca. 25 Minuten überbacken, mit Puderzucker bestäuben und rasch servieren. Pro Portion 375 Kilokalorien durch 1580 Kilojoule, 36 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett. Zubereitungszeit 55 Minuten, Backzeit 25 Minuten. Quarkhörnchen mit Apfelnussfüllung. Zutaten für 10 Stück für die Füllung, 100 Gramm gemischte Nusskerne, Klammer auf zum Beispiel Walhasel und Pekannüsse, Pistazien, Mandeln und Macadamianüsse, Klammer zu, 1 kleiner säuerlicher Apfel, 75 Gramm Marzipan, 1 Eigelb, Klammer auf, M, Klammer zu, 40 Gramm flüssige Butter, 4 Esslöffel Apfeldicksaft, 1 türkische Lira, fein abgeriebene Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, etwas gesüßter Mandeldrink für den Teig, 150 Gramm Magerquark, 200 Gramm backstarkes Weizenmehl, Klammer auf Type 550 oder 1050, Klammer zu, und etwas Mehl zum Arbeiten, 75 Gramm Mandelmehl, Klammer auf Teil enthüllt, Klammer zu, 3 türkische Lire Weinsteinbackpulver, 50 Gramm Zuckermark von 1 Vanilleschote, 1 Prise Salz, 7 Esslöffel Mandeldrink, 4 Esslöffel Sonnenblumenöl, 1 Eigelb, Klammer auf, M, Klammer zu, 4 Esslöffel Mandelstifte für die Füllung. Nüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, auf einem Teller auskühlen lassen, Apfel schälen, Kerngehäuse herausschneiden, Apfel grob raspeln, Marzipan ebenfalls raspeln, Nüsse nicht zu fein mahlen. Nüsse mit Apfel und Marzipan raspeln, Eigelb, Butter, Dicksaft und Zitronenschale mischen. So viel Mandeldrink unterrühren, bis eine feste, glatte Masse entsteht. Kurz kühl stellen. Für den Quarkölteig Quark in einem Sieb gut abtropfen lassen. Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Mehl, Mandelmehl und Backpulver mischen, in eine große Rührschüssel sieben. Zucker, Vanillemark und Salz, gründlich untermischen. 5 Esslöffel Mandeldrinköl und Quark verrühren, zugeben und alles kurz zu einem glatten Teig verkneten. Eigelb und übrigen Mandeldrink, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, verquirlen. Teig auf wenig Mehl rechteckig ausrollen. In lange Dreiecke schneiden. Füllung, Klammer auf zum Beispiel mit einem Spritzbeutel mit großer Lochhöhle, Klammer zu, auf die breiten Enden spritzen, Ränder mit Eimix bepinseln, Teigdreiecke zur Spitze hin aufrollen, zu Hörnchen biegen und auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen, Hörnchen mit übrigem Eimix dünn bepinseln, Mandelstifte überstreuen, im Ofen in ca. 20 Minuten goldbraun backen, auskühlen lassen.
pro Stück 365 Kilokalorien durch 1540 Kilojoule, 32 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett. Zubereitungszeit 55 Minuten. Beachten, Creme muss über Nacht kühlen, das braucht man, 4 Flanförmchen, Klammer auf, 150 ml Inhalt, Klammer zu, und 1 große Auflaufform, Flambierbrenner, 200 Gramm Schlagsahne, 300 ml Milch, 1 kleiner Zweig Rosmarin, 100 Gramm Ziegenfrischkäse, 4 Eigelb, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 2 Esslöffel Honig, 1 gestrichener TL Speisestärke, 2 Passionsfrüchte, 5 bis 6 Esslöffel brauner Zucker, 2 Esslöffel geschälte Kürbiskerne, 1 türkische Lira gerösteter Buchweizen, 1 bis 2 Teelöffel Goldleinsamen erhitzen. Käse unterrühren, in der Sahne-Milchmischung schmelzen. Eigelbe, Honig und ca. 5 Esslöffel der Mischung in einer Schüssel verquirlen. Dann mit einem Pürierstab unter die übrige Milchmischung mixen und alles durch ein feines Sieb passieren. Stärke untermixen. Backofen auf 130 Grad, Klammer auf, Umluft nicht geeignet, Klammer zu, vorheizen. Creme in die Förmchen einfüllen, diese in die Auflaufform setzen. So viel heißes Wasser in die Auflaufform gießen, dass die Förmchen zu ca. 2 Dritteln in Wasser stehen. Form in den Backofen schieben und im heißen Ofen in ca. 40 Minuten stocken lassen. Aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen. Dann im Kühlschrank über Nacht durchkühlen lassen. Passionsfrüchte halbieren, Fruchtmark aus 3 Gen und mit 3 Esslöffel Zucker und 75 ml Wasser, in einem kleinen Topf Leitz 4 sirupartig einkochen. Auskühlen lassen. Kürbiskerne grob hacken mit Buchweizen und Leinsamen, auf den Cremes verteilen. Restlichen Zucker, Klammer auf, 2 bis 3 Esslöffel Klammer zu, darüber streuen. Mit einem Flambierbrenner kurz karamellisieren. Creme Brûlée und Passionsfruchtmark anrichten. Pro Portion 535 Kilokalorien durch 2250 Kilojoule, 30 Gramm Kohlenhydrate, 18 Gramm Eiweiß, 39 Gramm Fett. Zubereitungszeit 55 Minuten, Backzeit 40 Minuten. Für das Kompott 150 Gramm rote Beeteknollen, 4 Esslöffel Apfeldirektsaft, 4 Esslöffel Zitronensaft, 150 Gramm entsteinte, soft getrocknete Pflaumen, 200 ml frisch gepresster Orangensaft, etwas gemahlener Zimt für den Schmarrn, 3 Eier, Klammer auf, M, Klammer zu, eine Prise Meersalz, 3 Esslöffel Apfeldicksaft, 125 ml Milch, 75 Gramm Dinkelmehl, Klammer auf, Type 630, Klammer zu, 2 Esslöffel frisch geschrotete Mohnsamen, Klammer auf, zum Beispiel aus dem Naturkostladen, Klammer zu, 4 Esslöffel Butter oder Margarine, 2 Esslöffel brauner Rohrzucker für das Kompott, rote Beete schälen, würfeln. Im Topf mit Apfel und Zitronensaft zugedeckt aufkochen. Bei schwacher Hitze sehr weich dünsten. Rote Beete in der Flüssigkeit grobstückig pürieren. Pflaumen würfeln, wie Orangensaft zugeben und alles offen zu einem leitsämigen Kompott einkochen. Mit Zimt abschmecken. Für den Schmarrn Eier trennen. Eiweiß und Salz steif schlagen. Eigelbe und Dicksaft hellcremig aufschlagen. Milch, Mehl und Mohnruhen termischen. Eischnee mit einem Schneebesen behutsam unterheben. 2 Esslöffel Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Teig hineingeben bei schwacher Hitze und mit aufgelegtem Deckel stocken lassen. Schmarrn auf einen großen, flachen Deckel gleiten lassen, umgedreht wieder in die Pfanne geben. Mit 2 Pfannenwänden zerzupfen. Zucker darüber streuen, übrige Butter, Klammer auf, 2 Esslöffel Klammer zu, zugeben und alles unterwenden knusprig rösten. Mohndinkelschmarrn mit dem Pflaumenrote Beete Kompott anrichten. Pro Portion 405 Kilokalorien durch 1710 Kilojoule, 55 Gramm Kohlenhydrate, 12 Gramm Eiweiß, 14 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten. Ananas Curry Sorbet mit Haferhanfgrunsch. Für das Sorbet Ananas schälen, den harten Mittelkern herausschneiden. Fruchtfleisch würfeln, in einem Mixer fein pürieren und durch ein Sieb passieren. 500 ml vom Püree abmessen, mit Zucker, Zitronensaft und 1 bis 2 Prisen Curry verrühren, bis der Zucker gelöst ist. In einer Eismaschine ca. 45 Minuten gefrieren.
Klammer auf, wer keine Eismaschine hat, gibt die Mischung in eine flache Form mit Deckel und lasst sie im Tiefkühlgerät in ca. 4 Stunden gefrieren. Dabei immer wieder umrühren. Klammer zu, für den Hafergrunsch Backpulver und Mehlmischchen, 7. Mit Haferflocken, Salz, Hanfsamen, Zucker und Zitronenschale in einer Schüssel vermischen. Butter zugeben und alles mit den Händen zu groben Streuseln verkneten. Ofen auf 200 Grad vorheizen, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu. Ein Blech mit Backpapier auslegen und die Streuselmischung darauf verteilen. Im Ofen in ca. 15 Minuten knusprig und goldbraun backen. Streusel samt Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen und auskühlen lassen. Sorbet und Streusel in Dessertgläsern anrichten und mit Melisse oder Minze garnieren. Pro Portion 810 Kilokalorien durch 3410 Kilojoule, 110 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Eiweiß, 36 Gramm Fett. Zubereitungszeit 30 Minuten, Backzeit 15 Minuten. Kleine Mandarinen CURD Tates. Zutaten für 4 Stück, das braucht man 4 Tateförmchen, Klammer auf 0 ca. 10 cm Klammer zu, Hülsenfrüchte zum Blindbacken 4 Esslöffel, geschälte Kürbiskerne 20 Gramm Leinsamenmehl, Klammer auf, Teil enthüllt im Reformhaus oder Naturkostladen, Klammer zu, 180 Gramm Mehl 1 msp. Weinsteinbackpulver, eine Prise Salz, 100 Gramm Zucker, 150 Gramm vegane Margarine, 10 saftige Mandarinen, 30 Milliliter Limettensaft, 35 Gramm Speisestärke oder veganes Vanillepuddingpulver, LEMONCURD, 2 Esslöffel Kürbiskerne fein hacken, mit beiden Mehlsorten Backpulver, Salz und 40 Gramm Zuckermischen, 100 Gramm Margarine zugeben und alles fein krümelig verkneten. Mit 1-2 Esslöffel kaltem Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Tateförmchen mit etwas Margarine fetten, mit dem Teig auslegen und ca. 30 Minuten kühl stellen. Ofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Teigböden mit einer Gabel mehrfach einstechen, mit Backpapier und Hülsenfrüchten belegen. Tateböden im Ofen ca. 8 Minuten vorbacken. Dann Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen und die Böden in weiteren 12 Minuten fertig backen. Auskühlen lassen. Mandarinen auspressen. 300 ml vom Saft abmessen mit Limettensaftstärke und 50 Gramm Zucker in einem Topf verrühren. Unterrühren erhitzen, einmal kurz aufkochen lassen. Übrige Margarine in Stückchen gründlich untermixen. Kurz auf den Tateböden verteilen, auskühlen lassen. Übrigen Zucker, Klammer auf 10 Gramm, Klammer zu, in einer kleinen Pfanne schmelzen. Übrige Kürbiskerne, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, einrühren. Auf einem Stück Backpapier verteilen, auskühlen lassen. Kürbiskern krokant grob hacken. Mini-Tartes mit krokant bestreut servieren. Pro Stück 730 K1 3070 K1 84 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Eiweiß, 39 Gramm Fett. Zubereitungszeit 75 Minuten, Backzeit 20 Minuten. 200 Gramm Neschi-Birne, 350 Gramm Daikonrettich, 260 Gramm Lila-Chinakohl, Klammer auf, ersatzweise grüne Klammer zu, 4 türkische Lire Kokosflocken, 2 Esslöffel frische Kresse für das Dressing, 4 Esslöffel Limettensaft, 1 türkische Lira Limettenabrieb, 2 Esslöffel Agavendicksaft, 3 Esslöffel Tamari, 15 Gramm geriebener Ingwer, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 türkische Lira Sesamöl, Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 11 Zweitel Esslöffel schwarze Sesamsamen, Neschi-Birne waschen und in Stifte hobeln, Daikonrettich waschen und in Stifte hobeln, Chinakohl waschen, trocknen und in kleine Stücke zupfen, Neschi-Birne, Daikon, Chinakohl, Kokosflocken und Kresse in einer Schüssel vermengen. Für das Dressing Limettensaft, Limettenabrieb, Agavendicksaft, Tamari, Ingwer, Cayennepfeffer, Olivenöl und Sesamöl mischen und mit Meersalz und Pfeffer abschmecken. Dressing über den Salat geben und vermengen. Mit Meersalz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle nach Belieben nochmals abschmecken. Den Salat auf flachen Tellern servieren und mit Sesam und frischer Kresse bestreuen. Pro Portion 189 Kilokalorien durch 800 Kilojoule.
Zutaten für 12 Portionen Granola und eine Portion muss bitte beachten, Zutaten für das Granola müssen 4 bis 6 Stunden einweichen und über Nacht trocknen. Für das Granola, 150 Gramm Mandeln, Klammer auf 6 Stunden eingeweicht, Klammer zu, 100 Gramm Walnüsse, Klammer auf 4 Stunden eingeweicht, Klammer zu, 50 Gramm Buchweizen, Klammer auf 4 Stunden eingeweicht, Klammer zu, 120 Gramm Sonnenblumenkerne, Klammer auf 4 Stunden eingeweicht, Klammer zu, 80 Gramm grüne Rosinen, 80 Gramm Kokosraspel, 1 Esslöffel gemahlener Kakao, 1 Esslöffel Zimt, 1 Prise Meersalz, 130 Milliliter Ahornsirup, 3 Esslöffel Kakaosplitter für die Minz-Mus, 1 große reife Banane, 1 Handvoll frische Minzblättchen, 20 Gramm Spinat, 1 weiche Dattel, Klammer auf entkernt, Klammer zu, 3 Kakaobohnen für die Schokoladenmus, 1 große reife Banane, 3 Kakaobohnen, 1 Esslöffel gemahlener Rohkakao, 1 Prise Spirulina, 1 Prise Vanille, 1 Prise Zimtminzblättchen zum G für ca. 600 Gramm Granola, Mandeln, Walnüsse, Buchweizen und Sonnenblumenkerne, abgießen, kurz abspülen und in der mit einem S- bis M-Esser ausgestatteten Küchenmaschine grobkörnig verarbeiten. In einer Schüssel mit Rosinen, Kokosraspeln, Kakao, Zimt, Meersalz, Ahornsirup und Kakaosplittern vermengen. Auf einem Dehydrator-Einschubfach verteilen und bei 42 Grad über Nacht im Dehydrator trocknen. Falls kein Dehydrator vorhanden ist, kann das Granola im Umluftofen bei 50 Grad getrocknet werden. Hierbei gelegentlich die Ofentüre öffnen, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Das Granola hält sich bis zu einem Monat in einem luftdicht verschlossenen Vorratsglas. Für die Minz muss die Banane schälen und mit den restlichen Zutaten im Mixer fein pürieren, beiseite stellen. Für die Schoko muss die Banane schälen und ebenfalls mit allen anderen Zutaten fein pürieren. 2 bis 3 Esslöffel Granola in ein Schraubglas geben. Anschließend jeweils eine Schicht Minzmus und Schokoladenmus darauf einschichten. Mit 2 Esslöffel Granola und einigen Minzblättchen bestreuen. Pro Portion 567 Kilokalorien durch 2380 Kilojoule, 71 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett. Zubereitungszeit 15 Minuten. Zutaten für 2 Portionen: 1 Stück Butternutkürbis, Klammer auf 150 Gramm, 4 Fruchtfleisch, Klammer zu, 100 Gramm Halloumi, 2 Frühlingszwiebeln, Klammer auf 25 Gramm, Klammer zu, 1 bis 2 Knoblauchzehen, Klammer auf 5 Gramm, Klammer zu, 1,5 bis 1 rote Chilischote, 7 bis 10 Stängel Koriandergrün, Klammer auf 10 Gramm, Klammer zu, 1 türkische Lira, abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone, 1 Ei, Klammer auf 55 Gramm Klammer zu, 2 Eigelb Klammer auf 30 Gramm Klammer zu, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Chiliflocken 25 Gramm, gemahlene Mandeln, 1 türkische Lira Gurkernmehl Klammer auf 3 Gramm Klammer zu, 2 Esslöffel Rapsöl, Kräuterquark nach Belieben, Kürbis und Halloumi mittelfein raspeln, Frühlingszwiebeln putzen, waschen, quer in dünne Ringe schneiden, Knoblauch schälen, klein hacken, Chilischote längs halbieren, entkernen, waschen, feinwürfeln, Koriander abbrausen, trocken tupfen, mit Stängeln hacken, alle zerkleinerten Zutaten mit Zitronenschale mischen, Ei und Eigelbe zugeben, unterrühren, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen, Mandeln darüber streuen, Gurkernmehl durch ein kleines Sieb darüber stäuben, gut vermischen und etwas stehen lassen, bis das Gurkernmehl bindet. In 2 großen beschichteten Pfännen jeweils 1 Esslöffel Rapsöl erhitzen, Masse in 8 Portionen teilen, in jede Pfanne 4 Portionen setzen und flach drücken, bei knapp mittlerer Hitze 10 Minuten goldgelb bis goldbraun braten, dabei 2 Prozent enden und darauf achten, dass die Rösti nicht zu dunkel werden, fertige Rösti auf Küchenpapier letzen, überflüssiges Fett abtupfen.
Für die Tomatensauce, 1 Esslöffel natives Olivenöl extra 15 Gramm frisches Basilikum, 1 Zwiebel, Klammer aufgeschält, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, Klammer aufgeschält, Klammer zu, 1 Esslöffel Tomatenmark, 2 Dosen, gehackte Tomaten, Klammer auf, 400 Gramm, Klammer zu, 1 Esslöffel Kapern, Klammer auf, abgespült und abgetropft nach Belieben, Klammer zu, Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer für die Polpette. 100 Gramm Sonnenblumenkerne, Klammer auf, geröstet, Klammer zu, 300 Gramm gegarte Quinoa, 250 Gramm frischer Ricotta, 100 Gramm Babyspinat oder Blattspinat, Klammer auf, von Stielen und harten Rippen befreit, Klammer zu, 1 Handvoll frisches Basilikum, Klammer auf, Blättchen, Klammer zu, 1 Esslöffel natives Olivenöl, extra abgeriebene Schale und Saft von 1,5 unbehandelten Zitrone, Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer zum Servieren. Zucchini-Nudeln oder gekochte Nudeln nach Wahl, frisch geriebene Pecorino oder Parmesan-Pinienkerne, Klammer auf, geröstet, Klammer zu, frisches Basilikum, Klammer auf, Blättchen zerpflückt, Klammer zu, Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, natives Olivenöl extra in einem sehr großen Topf, das Öl bei niedriger Temperatur erhitzen, die Basilikumblättchen von den Stängeln zupfen und beiseite legen. Die Zwiebel, den Knoblauch und die Basilikumstängel fein hacken und in dem heißen Öl etwa 10 Minuten anschwitzen. Wenn die Zwiebel weich ist, das Tomatenmark, die gehackten Tomaten sowie nach Belieben die Kapern untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen und kurz aufkochen lassen. Die Temperatur reduzieren und die Soße mindestens 30 Minuten köcheln lassen, bis sich die Aromen entfaltet haben und die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Dabei von Zeit zu Zeit umrühren, damit die Soße nicht am Boden ansetzt. Falls sie zu dick wird, etwas Wasser zufügen. Den Topf vom Herd nehmen und die Basilikumblättchen in die Soße einrühren. Den Deckel auflegen, die Soße warm halten und durchziehen lassen. Inzwischen den Backofen auf 200 vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Sonnenblumenkerne in der Küchenmaschine zu einem groben Mehl verarbeiten. Dann die restlichen Zutaten für die Klößchen hinzufügen und alles zu einer glatten Masse verarbeiten. 2 Löffel oder die Hände kurz in heißes Wasser tauchen. Einen großzügigen Löffel voll von der Klößchenmasse abstechen und mit Hilfe des zweiten Löffels oder mit den Händen zu einer glatten Nocke oder einem glatten Klößchen formen. Dieses auf das Backblech legen. Mit der restlichen Masse ebenso verfahren. Die Polpette im Ofen etwa 20 Minuten backen, bis sie knusprig sind. Die fertigen Klößchen auf einem, Klammer auf, Zucchini, Klammer zu, Nudelbett mit der Tomatensauce anrichten. Mit dem Hartkäse, den Pinienkernen und dem Basilikum bestreuen, mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Öl beträufelt servieren. Überbackene Süßkartoffeln mit Clean Cheese Soße. Die Süßkartoffeln gründlich unter fließendem Wasser abbürsten. Mehrmals mit einem spitzen Messer einstechen und zugedeckt in Salzwasser ca. 25 Minuten weich kochen, Klammer auf, alternativ 4 Minuten im Schnellkochtopf auf dem Dämpfeinsatz garen, Klammer zu. Beim Druck auf die Schale sollte diese leicht nachgeben. Abgießen und ausdampfen lassen. Eine Süßkartoffel schälen. Für die Käsesoße Knoblauch abziehen, grob würfeln und mit der geschälten Kartoffel und den übrigen Soßenzutaten zu einer feinen Creme pürieren. Für die Füllung Zwiebeln abziehen und in grobe Stücke schneiden. Frischen Grünkohl putzen, von den Stängeln zupfen und grob hacken, gefrorenen Grünkohl abtropfen lassen. Nüsse in einer Pfanne ohne Fett rundherum anrösten, bis sie duften. Zwiebeln, Grünkohl und Nüsse in einem Blitzhacker per Pulsfunktion zu einer leicht stückigen Paste verarbeiten. 4 Esslöffel von der Soße unterheben. Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft, 180 Grad, Klammer zu, vorreisen. Ungeschälte Süßkartoffeln auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, Schale mit einem spitzen Messer von oben der Länge nach aufschneiden. Das Innere mit einem Löffel locker von der Schale lösen, mit dem Löffel oder einer Gabel etwas zerdrücken und anschließend wieder glatt streichen, so dass die Süßkartoffeln oben ca. 5 cm geöffnet sind. Von innen leicht salzen und in jede Süßkartoffel einen stark gehäuften EL der Füllung geben. Mit dem Löffel tiefe Mulden in die Masse drücken, so dass sie relativ kompakt anliegt, in jede Vertiefung 2 bis 3 Esslöffel Soße füllen.
Süßkartoffeln im heißen Backofen ca. 25 Minuten auf der zweiten Schiene von oben backen. Dazu passt frische Feldsalat mit Acetoröl-Dressing-Tipp. Bei der Soße lohnt es sich, die doppelte Menge zuzubereiten. Sie hält eine Woche im Kühlschrank oder zwei Monate im Tiefkühlschrank und eignet sich nicht nur zum Überbacken, sondern auch zum Dippen von Brotsticks und Gemüse oder als Soße für Nachos. Pro Portion 700 Kilokalorien durch 2940 Kilojoule, 110 Gramm Kohlenhydrate, 19 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Fett. Zubereitungszeit 80 Minuten, Backzeit 25 Minuten. Basismischung, Klammer auf, ca. 540 g, Klammer zu, 400 Gramm Mandeln, 2 Esslöffel Kokosblütenzucker, 60 Gramm Kokosflocken, 11 zweitel Esslöffel Zitronensaft, 1 türkische Lira Zitronenabrieb, 1 türkische Lira Massapulver, 1 Prise Meersalz, 7 Esslöffel Dattelsirup, Kakao Chili Orangensnack, 1 Drittel Basismischung, 2 Esslöffel Rohkakao, 2 Esslöffel Kakaosplitter, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Esslöffel Orangensaft, GOJI Hanfsnack, 13 Basismischung, 3 Esslöffel Goji-Beeren, 2 Esslöffel Hanfsamen, Klammer auf, geschält, Klammer zu, 1 türkische Lira Chiasamen für die Basismischung, 200 Gramm Mandeln in der mit einem S- bis M-Esser ausgestatteten Küchenmaschine einige Sekunden grob verarbeiten, so dass noch ganze Stücke sichtbar sind, beiseite stellen. Übrige Mandeln in der Küchenmaschine erst grob verarbeiten, dann Kokosblütenzuckerflocken, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Massapulver, Meersalz und Dattelsirup zufügen und kurz einarbeiten. Die Mischung mit den restlichen Mandeln in der Schüssel vermengen. Für den Kakao-Chili-Orangensnack 1 Drittel der Basismischung mit Kakao, Kakaosplittern, Cayennepfeffer und Orangensaft vermengen. Für den Goji-Hanfsnack 1 Drittel der Basismischung mit Goji-Beeren, Hanfsamen, Chiasamen vermengen. Alle drei Snacks auf Dehydrator-Einschubfächer geben und bei 42 Grad über Nacht trocknen. Luftdicht aufbewahrt, bis zu einem Monat haltbar. Zutaten für 2 Gläser. Ergibt ca. 400 ml Saft, 380 Gramm reife Ananas, Klammer auf, geschält, Klammer zu, 25 Gramm Petersilie, 30 Gramm Spinat, 40 Gramm Topinambur, 1,5 Selleriestange, 1,5 Bio-Zitrone, 5 bis 10 Gramm Ingwer, 1 Prise Chlorella-Pulver, Ananas in Stücke schneiden, Petersilie und Spinat kurz abbrausen, Topinambur waschen und in Stücke schneiden, Sellerie waschen, in Stücke schneiden. Zitrone heiß waschen, drucken, tupfen, 1 cm Schale abschneiden, Zitrone schälen, Ingwer schälen, Ananas, Petersilie, Spinat, Topinambur, Sellerie, Zitrone, Zitronenschale und Ingwer entsaften, frischen Saft mit Chlorella vermengen und servieren. Pro Glas 135 Kilokalorien durch 570 Kilojoule, 28 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Eiweiß, 1,9 Fett. Zubereitungszeit 15 Minuten. Kernige Erdnussbutter Hafercookies, Backofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Banane schälen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Erdnussmus, Öl und Sirup mit den Schneebesen des Handrührgeräts verrühren. Zerdrückte Banane wie Pflanzendrink zugeben, alles mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe ca. 2 Minuten cremig rühren. Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett rundum goldbraun rösten. Herausnehmen und den Vorgang mit den Haferflocken wiederholen. Erdnüsse mittelfein hacken und im Flocken Maulbeeren oder Rosinen, Kakaonibsmasse sowie Backpulver und Gewürzen mischen. Mischung unter die Erdnuss-Bananen-Creme heben und alles mit einem Löffel zu einem relativ klebrigen Teig rühren. Blech mit Backpapier auslegen. Pro Cookie 1 leicht gehäuften EL vom Teig abstechen und aufs Blech setzen. Löffel zwischendurch mit Wasser befeuchten, so bleibt der Teig nicht kleben. Dann Teighäufchen mit dem feuchten Löffel zu Keksen, Klammer auf 0 ca. 6 cm Klammer zu, ausstreichen. Kekse im heißen Ofen ca. 10 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun werden. Aus dem Ofen nehmen und gut abkühlen lassen. Trocken und kühl aufbewahren und am besten rasch genießen. Pro Stück 90 Kilokalorien / 387 Gramm Kohlenhydrate, 3 Gramm Eiweiß,
6 Gramm Fett, Zubereitungszeit, 30 Minuten, Backzeit, 10 Minuten. Hirse-Apfelsalat mit Datteln und Haselnüssen. Hirse in ein Sieb geben und mit heißem Wasser abbrausen, bis das Wasser klar bleibt. Hirse mit 500 ml Wasser und eine Prise Salz zum Kochen bringen, zugedeckt 2010 bis 12 Minuten bei niedriger Temperatur quellen lassen. Dann vom Herd ziehen und kurz ausdämpfen lassen. Inzwischen einen kleinen Topf erhitzen und die Haselnusskerne bei mittlerer Hitze darin rundum goldbraun anrösten, dann grob hacken, Datteln entsteinen und in dünne Scheiben schneiden, Zitrone heiß waschen, trocken tupfen und die Schale abreiben, den Saft auspressen, Apfel waschen, Kerngehäuse entfernen und Fruchtfleisch in dünne Spalten schneiden. Mit Zitronensaft und der Hälfte der Zitronenschale sowie Dattelscheiben mischen und mit Sesamöl zur Hirse geben, sobald diese fertig ist. Zum Schluss geröstete Haselnüsse unterheben und den Salat mit der restlichen Zitronenschale bestreut servieren. Pro Portion 280 g ein 1180stel 44 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Eiweiß, 9 Gramm Fett. Zubereitungszeit 35 Minuten. Grünkohlblätter 1/2 kleine Rotkohl, Klammer auf, ca. 250 Gramm, Klammer zu, 2 Handvoll Wintersalate, Klammer auf, zum Beispiel Endivier, Postelein, Chicorée, Radicchio, Klammer zu, 200 Gramm Shiitake-Pilze oder braune Champignons, 2 große Möhren, 1 kleiner Granatapfel, 1 mittelgroßer Apfel, eine türkische Lira Zitronensaft für das Thyme Zitronendressing, abgeriebene Schale und Saft von einer Zitrone, Klammer auf, Bio, Klammer zu, 2 gestrichene EL Sesammus, Klammer auf, zimmerwarm, Klammer zu, 1 Esslöffel natives Leinöl oder Olivenöl, 1 Esslöffel Agavendicksaft oder Ahornsirup, 1 Knoblauchzehe, 1 türkische Lira Salz, Pfeffer aus der Mühle für den Tempeh Crumble, 2 gehäufte EL Kürbis oder Sonnenblumenkerne, 1 gehäufter EL Hanfsamen, Klammer auf, ungeschält, ersatzweise Kürbis oder Sonnenblumenkerne, Klammer zu, 200 Gramm Tempeh, 2 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 2 Esslöffel Sojasauce, 2 türkische Lira Agavendicksaft oder Ahornsirup, Salz, Pfeffer aus der Mühle für den Salat, Brokkoli, Grün- und Rotkohl, putzen, Brokkoli in sehr kleine Röhrchen schneiden. Vom Grünkohl die harten Stängel entfernen, Blätter in feine Streifen schneiden, Rotkohl in sehr feine Streifen schneiden, Salate verlesen, waschen, abtropfen lassen, Stiele der Shiitake-Pilze entfernen, Pilze in sehr dünne Scheiben schneiden, Möhren schälen, mittelfein raspeln, Kerne aus dem Granatapfel klopfen, Klammer auf, Frucht dafür quer halbieren, Hälften mit der Schnittseite nach unten in eine tiefe Schüssel halten und mit einem Holzlöffel von oben auf die Granatapfelschale schlagen, Klammer zu. Apfel waschen, Kerngehäuse entfernen, Fruchtfleisch in dünne Spalten schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Für das Dressing Zitronenschale und Saft mit Sesammusöl und Agavendicksaft oder Ahornsirup verrühren. Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln, mit Salz und Pfeffer, Klammer auf, 4 bis 5 Umdrehungen aus der Mühle, Klammer zu, sowie 2 Esslöffel Wasser zum Dressing geben und alles cremig rühren. Kerne und Samen in einer Pfanne ohne Öl bei niedriger bis mittlerer Hitze anrösten, bis sie zu duften beginnen. Beides beiseite stellen und die Pfanne erneut erhitzen. Tempeh mit den Händen zerkrümeln und im Öl rundum goldbraun anbraten. Dann Temperatur auf die niedrigste Stufe reduzieren und Sojasauce sowie Agavendicksaft oder Ahornsirup zugeben. Tempeh in der Mischung schwenken, zurück auf den Herd stellen. 2 Minuten bei niedriger Hitze und unter ständigem Rühren weiterbraten. Kerne, Samen und 2 msp. Salz unterheben und vom Herd ziehen. Dressing unter das vorbereitete Gemüse heben. Den Salat auf 4 Teller verteilen, die Apfelspalten sowie die Granatapfelkerne darüber geben, mit dem Tempeh Crumble toppen, nach Belieben mit etwas mehr Pfeffer bestreuen und servieren. Pro Portion 370 Kilokalorien / 1560 Ki, 33 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten. Gefüllter Ofenkürbis mit Grünkernofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Stiel und Blütenansatz der Kürbisse gerade abschneiden.
Kürbisse halbieren, Kerngehäuse samt Fasern herauskratzen, Klammer auf, bei kleineren Kürbissen nur die Ansät zu entfernen, Klammer zu. Kürbishälften mit der Innenseite nach oben in eine Auflaufform setzen, Brühe in die Kürbisse gießen, im Ofen 35 Minuten vorgaren. Aus dem Ofen nehmen, Brühe abgießen, dabei auffangen und mit Wasser auf 400 ml aufgießen. Die Ofentemperatur auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft, 180 Grad, Klammer zu, erhöhen. Grünkern kalt abbrausen mit der dreifachen Menge Wasser und eine Prise Salz aufkochen. Zugedeckt 20 Minuten bei niedriger Temperatur etwas über bis festköcheln. Abgießen und ausdampfen lassen. Soßenzutaten mit 3/4 der Brühe pürieren, bis eine milchige Flüssigkeit entsteht. Soße unterrühren, aufkochen, 30 Sekunden unterrühren, köcheln, bis sie leicht eindickt. Vom Herd ziehen, Lauch putzen, waschen, in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch abziehen, fein hacken, Petersilie hacken. Öl erhitzen, Lauch und Knoblauch, darin bei mittlerer Hitze unterrühren, 2 Minuten anbraten, vom Herd ziehen, 2/3 der gehackten Petersilie, Grünkern und Hälfte der Cashewsoße zum Lauch geben, gut mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lauch-Grünkernmischung in die Kürbishälften häufen, je 1 Esslöffel Soße oben aufgeben, alles locker mit Alufolie bedecken. Im Ofen ca. 35 Minuten garen, bis der Kürbis weich und an den Schnitträndern goldbraun geröstet ist. In den letzten 10 Minuten Alufolie entfernen. Übrige Soße nochmals erwärmen, Klammer auf, falls sie zu dick ist, esslöffelweise von der aufbewahrten Brühe zugeben, Klammer zu, übrige Petersilie unterheben, mit den Kürbishälften servieren. Pro Portion 460 Kilokalorien durch 1940 Kilojoule, 57 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Eiweiß, 18 Gramm Fett. Zubereitungszeit 65 Minuten, Backzeit 70 Minuten. Spinatpfannkuchen mit Kichererbsen und Pilzen, die Eier aufschlagen, dann Milch, Mehl und Salz hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verbieten, etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Pfannkuchenteig, Spinat und Basilikum in die Küchenmaschine oder einen Mixer geben und zu einem ganz glatten grünen Teig verarbeiten. Für die Kichererbsen Öktahini, Zitronensaft sowie Honig und etwas Salz und Pfeffer gründlich verquirlen. Äpfel reiben oder klein würfeln, mit Kichererbsen und Dressing sorgfältig vermengen, dann beiseite stellen. Für die gebratenen Pilze in einer großen Pfanne das Öl bei hoher Temperatur erhitzen. Pilze in feine Scheiben schneiden, Knoblauch fein hacken. Beides mit Thymian in die Pfanne geben, mit Salz und Pfeffer würzen und ohne rühren etwa 5 Minuten schön goldbraun anschwitzen. Dann alles wenden und weitere 5 Minuten weich und goldbraun braten. Pfanne vom Herd nehmen und beiseite stellen. In einer beschichteten Pfanne 0,20 cm Klammer zu, etwas Öl bei hoher Temperatur erhitzen. Sobald es heiß ist, den Pfannkuchenteig noch einmal durchrühren, dann 80 ml in die Pfanne schöpfen und durchschwenken, gleichmäßig auf dem Boden verteilen. 1 bis 2 Minuten backen, bis sich auf der Oberfläche kleine Bläschen bilden und die Unterseite goldbraun ist. Dann den Pfannkuchen vorsichtig wenden und 1 bis 2 Minuten die andere Seite goldbraun backen. Auf einen Teller heben und mit dem restlichen Pfannkuchenteig ebenso verfahren, Klammer auf, bei Bedarf die Temperatur nach dem ersten Pfannkuchen etwas reduzieren, Klammer zu. Jeden Pfannkuchen mit etwas Kichererbsencreme und Pilzen belegen, mit Sonnenblumenkernen, Basilikumblättchen, Sprossen und den Gewürzen bestreuen sowie mit etwas 1 beträufeln. Dann in der Mitte zusammenlegen und servieren. Zubereitungszeit 45 Minuten. Avocado-Pizza, den Backofen auf 180 Ober-/Unterhitze vorheizen. Frischkäse und Eier mit den Quirlen des Handmixers glatt verrühren. Das Mandelmehl mit dem Backpulver mischen und unterrühren zugeben. Den geriebenen Parmesan untermischen. Eine runde Silikonform, Klammer auf, 26 cm Durchmesser, Klammer zu, kalt ausspülen. Den relativ flüssigen Teig einfüllen und die Form leicht schwenken, damit sich der Teig gleichmäßig verteilt. Den Boden im vorgeheizten Ofen 20 bis 22 Minuten backen, bis er goldgelb bis goldbraun gebacken ist. Den Boden aus der Form nehmen und mit dem Frischkäse bestreichen.
die Avocados halbieren und entkernen, das Fruchtfleisch auslösen, in Scheiben schneiden und auf dem Frischkäse verteilen, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen, den geriebenen Käse darauf verteilen, im Backofen bei weiterhin 180 Ober-/Unterhitze 12 bis 15 Minuten fertig backen, bis der Boden knusprig und der Käse verlaufen ist. Pro Portion 650 Kilokalorien durch 2720 Kilojoule, 3,5 Gramm Kohlenhydrate, 26 Gramm Eiweiß, 59 Gramm Fett. Zubereitungszeit 15 Minuten. 250 Gramm Petersilienwurzeln, Klammer aufgeputzt, 170 Gramm Klammer zu, 3 Esslöffel Olivenöl, 50 Gramm rote Zwiebeln, Klammer aufgeputzt, 45 Gramm Klammer zu, 5 bis 7 Stängel glatte Petersilie, Klammer auf, 10 Gramm Klammer zu, 2 Portobello-Pilze, Klammer auf, 80 Gramm, geputzt, 140 Gramm Klammer zu, 40 Gramm weißes Mandelmus, 2 bis 3 Esslöffel Gemüsebrühe oder Wasser, knapp 1 Esslöffel weiße Miso-Paste, Klammer auf, 12 Gramm Klammer zu, 2 türkische Lire abgeriebene Schale, eine Bio-Zitrone, 2 bis 3 Teelöffel Zitronensaft, Salz, Cayenne, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss, die Petersilienwurzeln schälen, waschen und in 2 cm große Würfel schneiden, 1 Esslöffel Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, die Petersilienwurzeln zugeben und andünsten, die Temperatur auf mittlere Hitze reduzieren, 1 bis 2 Esslöffel Wasser zugeben, einen Deckel auflegen und die Petersilienwurzeln etwa 20 Minuten sanft dünsten, sie sollen dabei keine Farbe annehmen, inzwischen die Zwiebeln schälen, fein würfeln und in 1 Esslöffel Öl weich dünsten, die Petersilie abbrausen, trocken tupfen und fein hacken. Die Pilze trocken putzen, die Stiele herausdrehen und die dunklen Lamellen mit einem scharfkantigen Löffel herauskratzen. Für das Topping das Mandelmus mit der Brühe glatt rühren und die Miso-Paste unterrühren. Mit einer türkischen Lira Zitronenschale etwas Zitronensaft, Salz und etwas Cayenne würzen. Den Backofen auf 200 Umluft vorheizen. Sobald die Petersilienwurzeln gar sind, den Deckel abnehmen und die Wurzeln kurz weiter dünsten, bis alle Flüssigkeit verkocht ist, herausnehmen und mit dem Stabmixer fein pürieren, mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitronenschale und Zitronensaft abschmecken, dann die Petersilie unterheben, die Pilzkappen mit der Öffnung nach unten in eine ofenfeste Form setzen und mit dem restlichen Öl bestreichen. Das Öl, das herunterläuft, zum Ausstreichen der Form nutzen, die Pilze umdrehen, die Petersilienwurzelmasse hineinfüllen und 10 Minuten vorbacken, das Topping auf die Pilze löffeln und die Pilze weitere 15 bis 20 Minuten backen, falls das Topping zu stark bräunt, mit Alufolie locker abdecken. Pro Portion 349 k ein 1460 Stel, 5 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß, 35 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten.